Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Session Empyreon. Wir sind hier im Gebiet der Polaris auf unserem zweiten Planeten Kesava. Und in der letzten Aufnahmesession, das war eine relativ lange Session, da war ich zum Ende hin sehr, sehr müde. Ich hoffe, man merkt das nicht zu sehr in den Let's Plays. So, und jetzt gucken wir mal bei diesem großen abgestürzten Raumschiff hier, ob wir da nicht was zu looten finden. Und weiterhin natürlich immer auf Zirax aufpassen. Ich habe ja hier die Polaris vor den Zirax beschützt, sozusagen. Da geht's schon mal rein. So ein Bohrkern oder sowas wäre natürlich sehr nice, aber ich glaube, den findet man immer nur in Basen. So, jetzt schon mal irgendwie nichts. Da kommen wir nicht drunter. Irgendwie hier oben was? Sieht aber auch nicht so aus, als wenn hier was zu looten ist. Warte mal. Achso. Hier wären wir wieder draußen. Ah, ich will mal hier bei dem einen, wo ich... Wo war denn die andere Tür? Da. Ah, hier würde es auch hochgehen. Ah, da ist nichts. Ah, hier können wir uns eine Magenverstimmung oder einen Horrortrip abholen, wenn wir Bock drauf haben. Aber sonst ist hier nichts. Da geht's nicht weiter. So, gucken wir mal hier. Das scheint die Brücke zu sein. Das ist super, es gibt hier überhaupt nichts. Nicht ein Ding zum Looten? Das kann nicht sein. Aha, vielleicht gibt es da unten noch was. Ja, nur Sauerstoff wie auf der Seite. Eine Frachtbox, das ist ja unfassbar. Naja, das war jetzt noch nichts Dickes. Aber naja, mittlerweile müssen wir sagen, wenigstens etwas. Da komm ich nicht durch, bin zu groß. Oh Gott, komme ich jetzt überhaupt wieder raus? Nein! Da geht's nicht raus. Weil ich darf ja hier auch nichts kaputt machen. Oh, Kühlschrank. Ja, die können wir uns gleich mal reindrücken hier in den Riegel. Da ging's raus. So.
kann hier auch nichts entnehmen. Tja. Würde ich mal so grob behaupten, das war jetzt mal so gut wie gar nichts. Was haben wir denn da noch? Naja. Dann würde ich mal vorschlagen, eiern wir hier wieder weg. Wir haben sonst noch einen Block rausgeschossen. Hier auf der anderen Seite glaube ich auch irgendwo, oder? Ja, genau da ist auch noch was weg. Oh, zumindest Geräte sind alle heile. So, was machen wir? Oh! Und da sind auch schon wieder Zirax. Da kommen sie. Den hätten wir schon mal. So, Raketen sind doch schon was Feines. So, wo war der andere? Ah, der ist, glaube ich, ein bisschen südlicher. Oh, immerhin wieder eine Fusionszelle und ein paar Kugeln. Der da bestimmt. Oh, wieder gleich zwei. Scheiße, der war daneben. Haben wir wieder. Nummer 2 auch. Joa, schon wieder über 1000 Muni. Die Polaris scheinen ja unter schwerem Beschuss hier zu sein. Ah, das ist alles sehr gut. So, da will ich aber mal vorschlagen, dass wir jetzt uns mal auf den Weg nach Hause machen. Fahrwerk hat einen abbekommen. Das machen wir gleich in der Base.
ich mal sagen. Machen wir so einen Schwenk nach Südwesten. Gucken mal, ob wir da noch ein paar Minen entdecken. Ist das jetzt Hirax-Gebiet? Was ist denn das da? Ei, das ist wieder so ein verlassener Reaktor. Da könnte es wieder gute Teile drin geben. Da fliegt auch was rum. Es müsste ein Zirax sein. Da würde ich doch mal sagen, die bauen wir doch wieder platt hier. Die Raketen, die schießen jetzt nicht ganz weit. Die andere Drohne. Ah, Blindfisch. Mal gucken, ob hier irgendwas schießt. Bei der Fabrik hat ja auch was geschossen. Ui, ui, das war ein Baum. Oh, oh, ist er? Da schießt irgendwas. Na, wo ist es? Jo, was war denn das? Da. Und da. Da schießt immer noch was. Bestimmt auf der Seite auch noch was sein. Da ist es. So, noch mehr Türme hier. Und leise rieselt der Schnee. Und da ist noch eine. Oh, müssen wir sie treffen. Haben wir auch. So, dann looten wir mal die beiden Dinger. Nicht, dass sie verschwinden. Der kommt zum Hahn. Schon.
fast 2500 Muni organisiert. So, das soll erstmal reichen. Bäh, dreht sich echt noch ganz beschissen hier das Ding, ey. Wo ist die andere? Müsste hier nicht irgendwo Rauch sein. Die ist da? Die andere war doch hier gleich in der Nähe. Ach, da raucht's. Oh, ja, jede Menge Arachniden. Ja, noch mehr Viehzeugs hier irgendwo, nix, alles klar. Oh, wir sind voll. Da, mal gut, dass wir das schon gestackt haben. Können wir das noch mitnehmen? Damit machen wir doch. Alter, damit fangen wir an, wenn wir von der Base wiederkommen. Wir legen jetzt erstmal ab. Tja, gleich wieder noch eine alte Farm entdeckt zum Looten. Alles bei der nächsten Tour. Siliziumlager. Und da kommt dann gleich schon wieder irgendwas. Und da ist eine Minigun-Drohne. Ah, der nächste Teil von dem großen Raumschiff, was abgestürzt ist. Wusste ich's doch, ey. Das finden alle richtig super. Außer die Zirax natürlich. Munitionkraft brauchen. Ah, wo das hier schon wieder kaputt ist. Gleich nochmal wieder reparieren. Und? Irgendwas hat er doch getroffen. Oh, der hat mir sogar weggeschossen. Da fehlt der nächste Block. Das wird auch ein schöner langer Trip hier noch. Weil, also das hier gönnen wir uns noch. Das ist die MS Titan. Vielleicht haben wir ja hier ein bisschen mehr Glück wie bei den anderen Teilen, weil das sieht ziemlich groß aus. Vielleicht ist ja hier auch der Frachtraum dabei. Mal reinglotzen hier.
Ja, hier gibt's auf jeden Fall was zu looten. So, im Kühlschrank hatten wir, glaube ich, nichts, oder? Habe ich was in die Frachtbox gepackt? Nur das, was wir sowieso mit nach Hause nehmen wollen. Müsste ich nicht noch eine zweite irgendwo haben? Ah ja, genau da. So. Dann legen wir mal ab. Nee, hier will ich mal glotzen. So, jetzt mal die ganzen Teile rein. Obwohl, die kann ich eigentlich mal in den Nahrungsmittelprozessor ballern. Damit ich das ein bisschen im Überblick habe, aber das reicht locker aus. Wir gucken mal bei unserem großen Raumschiff. Das hier, wie gesagt, ist das kleinste. Naja, braucht doch schon 510 Neodymium-Barren, aber das müsste mit dem Neodymium, was wir geholt haben, locker drin sein. Dann würde ich hier vorschlagen, dass wir da noch auf jeden Fall die drei Sachen looten und dann machen wir uns hier wieder weg. Und geben dann auf unserem Heimatplaneten den Wanderer in Auftrag. Der dauert dann 34 Minuten. Was ich hier nochmal glotzen wollte, ist der hier. Unter einem Tag werde ich hier angegriffen. Also wird das jetzt demnächst noch passieren? Den nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit, den Angriff. Ja, da wollte ich mal glotzen, ob ich nicht hier irgendwie noch einen besseren Turm aufbauen kann. Das ist wieder die Frage. Der Raketengeschützturm. Ach nee, das ist ja für den Bodengleiter, der auf Basis steht. Ich hab noch gar nicht so viel. Nee, warte mal. Da wollen wir rein. Basis. Na, das ist der krasseste. Ah, das ist schon alles? Projektil, Raketen, Laser und dann der Artillerie. Und dann nur noch die Selbstschussanlagen.
Tja. Also, ich hab Hunger. Da können wir eigentlich mal unser Ratatouille essen. Großartig, was machen können wir hier nix. Dann lassen wir ihn erstmal aus. So, unsere Baumaterialien, die packen wir auch erstmal weg. Das nehme ich auf jeden Fall alles mit. Mal sagen, nee, packen wir das doch schon mal in die Kiste. Wir haben schon wieder 17 Fusionszellen gefunden. Das ist alles sehr, sehr nice. Das gefällt mir sehr gut. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wann die kommen. Wann der Angriff kommt. Mir ist das irgendwie aber ein bisschen zu unsicher hier. Ich glaube, ich baue mir auf jeden Fall mal noch zwei Kanonentürme. Was mich jetzt mal interessiert ist, hier mal das Snipergewehr raus. Da sind Arachniden überall. Wie sieht das so mit Kopfschuss aus? So, da braucht man einige Blöcke. Hier vorne ein. Ne, zwei. Drei, vier. Und das war's, glaube ich, ne? Ja. Vier Blöcke. Zwei Kanonen. So, kommst du mal an hier? 1, 2. Da. Da kommt gleich mal 10. Dann sind die schon mal unterwegs. So, ist hier irgendwas kaputt? Oh, von den Geräten auf jeden Fall nichts. So, dann wäre hier das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.